Ah, ich bin frei. Gut, dann lass uns doch mal nett unterhalten. Oh, nee. Let's talk about something. Lass uns über Oras reden. Ja, genau, lasst uns über Oras reden. Hey, guck mal, ein Eichhörnchen. Die erste Regel von Oras redet nicht über Oras. Ja. Ich lasst uns über Alduin reden. Einfach deshalb, weil ich ihn gerade wieder sehe. Alduin ist der böse, weltenverschlingende Drache aus Skyrim. Ja. Oh Gott. Den man mit einem guten Waffen one-hitten kann. Ja. Don't dare the Alduin. Er sitzt gerade auf meinem Drucker und guckt böse an. Das beunruhigt mich ein bisschen. So wie Menti Skyrim spielt. Menti spielt Skyrim so, er macht erstmal, Rüstung. Warte, dieses Rüstung, das ist für die Zaubertränke und also, das ist ein, wie du Schmiedekunst. So wie man die Zaubertränke, Alchemie und was noch und Zauberkunst. Macht er als erstes alles auf 100. Ja, Schmiedekunst sowieso. Mhm. Ja, klar, damit man die Drachenrüstung machen kann. Was ich immer gerne mache, ist Beschwörung auf 100 kriegen, weil man da diese Beschwörungszauber kriegt, mit denen man unendlich viele. Es Unterstützer beschwören kann, sodass das Spiel irgendwann einfach total rumbackt und irgendwann abstürzt. Ich liebe es. Und man kann Käse spawnen, das weiß ich. Ich spiele sogar eben nicht, aber man kann Käse spawnen, das finde ich toll. Oh. Ganz viel davon. Das Chat sieht seltsam aus. Kann daran liegen, dass das Chat in meinem Stream nicht der Chat ist, sondern ein Layout-Dings. Frostkatze. Ich hab Zuschauer, das ist toll. Momentan nur einer, aber ich bin froh über jeden. Ich hatte ganz kurz auch einen und jetzt ist er wieder weg. Ja, meiner chattet mit mir. Ich habe keine Zuschauer auf www.twitch.tv/mir-doch-egal-32. Das ist komisch. Zum Glück wurdest du gerade weggelegt. Dass die URL viel zu lang ist. Genau, sag einfach mal zu den Leuten, hey, geht online zu mir-doch-egal-32-10 und die Leute schauen schon, was, mir doch, ist gar nicht mehr die Merkung. Ja, ist doch egal. Also merken als Pago, weil es eine ganz normale Sache ist. Nein, weißt du, dein Name strahlt schon aus, dass du scheißegal bist. Ja. Dann mach das mal bitte mit We Fail Together, wo du doch auf die zwei I achten musst und auf die große Kleinschreibung. Ja, gesagt. Ja, dafür gibt's ja. Ja, Frost, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Dingens. So schön, dass es dich gibt. Ja, Multitwitch. Ja, das Multitwitch-Dingens-Bummens. Sobald du auf Multitwitch klickst, stürzt alles ab, falls aber viel zu viele Streams sind. Ja, also bei mir nicht. Alle erstmal pausieren. Ja, du wieder. Wobei bei mir dürfte es eigentlich auch funktionieren mit meinem PC. Ja. Ich sag mal meinen anderen. Aber dein Internet ist immer doch schrott. Die haben unsere Internetleitung wieder runtergedrosselt. Das finde ich voll scheiße. Ich habe keine 50.000er Leitung momentan. Ich habe nur 37.000er. Also Evo ist auch noch relativ überlevelt. Ich guck gerade Evo sein. Der ist auch noch relativ überlevelt. Ich werde mal meinen alten PC ausschalten. Dann habe ich nicht mehr so viel Rauschen im Stream. Schön, dass ich die 10 Punkte kriege, hoffe ich. Ja, ich krieg 10 Punkte, weil die anderen ja nicht da sind. Ich hab schon 10. Ich hab mir auch schon 10 erkämpft. So. Ich komm schon ganz nah auf 0, also ich bin schon fast wieder bei 0. Ja, ganz fast. Pago, du hast nur geinst. Ich hab doch gar nichts reingeschrieben. Na, später. Das wurde schon alles eingetragen. Ich hab nur reingeschrieben. Noch mal seinen Namen schreiben, ne? Ja. Das ist schließlich, oh Gott, das Megane ist 25, mein Tyrakrok ist tot. Weißt du, Frotzkatze, ich will die ganze Zeit nicht damit anfangen. Wieso, mein Doris war doch auch 25 und das hat nichts gemacht. Ja, aber das war dein Bisa Knosp und das warst vor allen Dingen du. Ja, ich glaube, ich hab's auch ein bisschen blöd gespielt. Aber hey, so bin ich ja. Oh Gott, das Garabon ist 34. Okay, ich muss mir definitiv Zeit holen. Ganz viel Zeit. Ja. Denn das mit dem Leveln wird nicht. Du darfst die zweite die zweite Arena darfst du jetzt skippen, wenn du möchtest. Darf ich ja, jetzt die sechste Arena skippen? Natürlich. Ich würde ohne Arena skippen einfach weiterspielen. Würdest du? Ja, egal, welche Art. Ah, ich sag mal so, aber ich bin jetzt auch schon so asozial mit meinen Leveln, dann möchte ich ihm das doch auch gestatten, dass er auch so spielen darf, wie er will. Wir wollen ja alle nicht eingeschränkt sein. Das ist ja gerade die Hauptdiskussion. Aber
Das Problem ist aber, die sechste Arena zu skippen ist bescheuert, weil man für den Skip Fliegen braucht. Deshalb lohnt sich's nur bei der zweiten Arena. Sonst müsste ich nämlich in Baumhausen einen Teleport setzen und meinem Simsala wieder Teleport beibringen. Ja, das wäre eine gute Idee. Dann kannst du es auch lassen. Also lässt es dann, oder was? Ja, ich lasse es. Das kostet mich mehr Zeit, als ich einspare. Die zweite Arena zu skippen hätte Zeit gespart. Und eben die sechste wäre User hier wins the Evo. Wer ist jetzt mein nächster Gegner? Chrissy. 34 okay. Nein. Argo gegen Chrissy und ich auch gegen Evos. Dann bin ich schon mal weg. User left your channel. Das warten wir doch. Oh. Komm, Marius. Was? User left your channel. Ich darf schon wieder warten, oh mein Gott. Hallo Nekrophiler. Hallo. Was dagegen, dass ich Leichen schände? Ich bin im Friedhof aufgewachsen, da geht das nicht anders. Irgendwie musst du deine sexuellen Stimulierungen denn auch ausleben können. Oh, Necrox. Ich gehe nur darauf ein. Ich gehe nur darauf ein. Aber gleich bei Pago. Nur jetzt bei Pago gucken. Ja, warum nicht, ne? Mal gucken. Ja, das Claydol von Pagu. Er fängt nicht mit Tyrakrok an? Ja, ich denke mal, ich wollte es erstmal. Ja. Abchecken oder so erstmal. Da ist Spotify am Bild. Einfach wunderschön, dieses Level 18 gegen 10. Oh, er hat einen Mantax dabei. Wenigstens noch. Was hat er dabei? Ein Mantax. Interessant. Und Chrissy hat seine Atari. Ja, ich denke mal nur für Surfer und so hat das. Denke ich auch. Also für Spielern, wenn man dann soweit ist, denke ich mal. Ja, denke ich auch. Geh ich mal aus. Mal sehen, was die beiden noch so machen. Double Kick. Das Problem ist, Chris hat nichts Effektives wirklich gegen ihn, oder? Das heißt, das Level 10er Lepumentas könnte doch sein Nidoran doch ziemlich kaputt machen. Ja. Frostkatze. Das ist auch schlecht. Frostkatze, ja, Echnatoll ist ein sehr, sehr tolles Pokémon. Kann ich nur empfehlen. Besonders seine Mumie ist richtig geil. Jetzt weiß ich, was ich züchte. Fand ich schon immer so ein bisschen. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich fand Echnatoll von Beginn an richtig gut. Also, mir gefällt das, wie es aussieht. Es ist kein schlechtes Design, aber ich hätte immer so ein bisschen. Wenn ich Pokémon habe, fange dann. Versuch mit denen auch immer so eine gewisse Bindung einzugehen, was? Also nicht so, deswegen mag ich auch dieses Züchten nicht, weil du halt einfach Pokémon rausschmeißt, die nicht so gut sind. Weil sie halt nicht so gut sind, weil sie zum Beispiel falsches Wesen haben, was auch immer. Das ist halt einfach nicht so, wie ich das spielen will. Also, ja, es ist jedem das so eine Sache. Nicht so geil, weil es irgendwie komisch ist. Aber ich sag mal so, du fängst ja auch nicht jedes Pokémon, was du siehst. Und so sehe ich das beim Züchten halt auch. Die Pokémon, die ich benutzen will, fange ich mir. Die nutze ich dann, das ist sozusagen, das kommt weiter in mein Team rein und das trainiere ich dann halt natürlich auch dementsprechend. Oh, ich habe gerade eine Idee im Chat für Echnatoll ein Mega. Könnte man machen. Echnatoll Mega. Aber das dürfte die Mumie nicht verlieren, weil sonst wäre Echnatoll guter Def auf jeden Fall. Ja, wie willst du denn von Echnatoll ein Mega machen? Ich find's. Da gibt es, glaube ich, andere, wo man eher Megas machen könnte. Ja, ich finde es trotzdem eine coole Sache. Und ich finde auch wegen Bindung und sowas Echnatoll. Ich finde, das vom Design her allein hat es mich bekommen. Weil einfach dieser Geist aus dem Sarg richtig geil. Habe ich eine Erkältung oder was? Das geht ja nicht. Na, im Endeffekt, wenn du die Leute fragst, dann kannst du eigentlich von jedem einen Mega machen. Ja, weil jeder will halt weil im Endeffekt jeder will halt was anderes als Mega. Ich will ein Update und Cherox. Ich finde schon toll, dass jetzt Torheide und Kamerupt 1 kriegt. Die mochte ich auch in der dritten Gen schon immer. Ja, ich hoffe, dass Torheide einen Death-Boost bekommt oder sowas. Oder wenigstens einen Init und einen Angriffsboost, damit es ein bisschen was reißen kann. Ich warte halt immer noch auf eine Weiterentwicklung von Porenta und Pandya. Irgendwie Pandya hat, ich weiß, ich bin da relativ alleine, aber Pandya hat irgendwas verdient. Weil irgendwie ist es so eins der Pokémon wie Damierplex. Damierplex ist sowieso weg. Weil das hat ja. Kronjuwild. Da hat jetzt. Ja, genau, das wurde ja komplett ab. Finde ich auch sehr schade. Gibt es ein Pokémon so. Wie, ich wollte eigentlich auch lieber Krabi benutzen als Gripskorps. Aber das Korps ist in jeglicher Art. In allen Belangen. Ja, leider. Finde ich halt sehr schade, weil ich mag
eigentlich. Das Problem hatte ich zum Beispiel auch bei Libeldra. Ich finde Libeldra ist unglaublich schön, ein unglaublich cooler Drache und war auch in der dritten Gen richtig toll und dann kam Knackrack. Ich finde, also ja, ja, ich bin halt auch mit der dritten Gen wirklich aufgewachsen. Erste, die ich wirklich richtig gespielt habe, war halt auch Saphir. Und ich glaube, deswegen bin ich auch mehr ein Fan von Libeldra und so weiter. Also ja, auch mehr von den Pokémon, die da so sind. Er muss einfach bedenken, es hat zwischen der dritten Gen, angefangen 2003 mit Rubin und Saphir, kam erst die vierte Gen 2007. Wir hatten 4 Jahre die dritte Gen. Also da sind viele mit groß geworden. Ich zum Beispiel auch. Ich muss jetzt sagen, ich finde jetzt zum Beispiel Gold und Silber fände ich jetzt nochmal besser als Rubin und Saphir, aber Emerald hat echt nochmal einen oben drauf gesetzt. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ja immer den Saphir gespielt, aber ich mochte trotzdem die zweite irgendwie immer so gern, die Pokémon, da fand ich immer toll. Weiß nicht, vielleicht auch, weil ich an der dritten einfach nicht drankam, weil du halt nicht drankamst, außer dann mit Smaragd. Am Ende kommst du dann in die Safari-Zone so ein bisschen, da hast du die dann ja fangen können. Ja, du hast die Johto-Safari-Zone am Ende gehabt, wenn du Liga durch hattest. Ja, aber da gab es halt auch nur ein paar. Da waren auch nicht viele. Das ist es halt. Also. Ich weiß nicht, Voltilam mochte ich schon immer, fand ich immer Teddiosa, weil ist eigentlich schon lange mein Lieblingsmon, weil es einfach so unglaublich knuffig ist. Ich habe jetzt die Tage mal mit einem Kumpel über Ursachen geredet. Mit einer Fassade ist das Ding unglaublich stark. Ja, gib dem Ding eine Toxic, gib das Ding einen Feuerorb, Adrenalin drauf, das Feuer wird negiert, er bekommt einen Boost und dann noch die Fassade. Das ist dann fast 300. Genauso habe ich das auch mal gespielt, schau. Oder? Das war unglaublich cool. Also, weil es einfach irgendwie ganz schön gespeept hat teilweise. Ja, also ich finde es auf jeden Fall auch züchtungswert. Also Teddy Ursa alleine fand ich immer schon süß. Ursaring habe ich jetzt nie so angesprochen, aber jetzt immer mehr so, wo ich auch mir alle Pokémon so ein bisschen genauer angucke, vom Moveset oder sowas, sind da echt Perlen bei, die ich vorher nicht mochte. Warum sind eigentlich in fast jeder Gen irgendwie ein Bär-Pokémon, das da total gruselig wird in der Entwicklung? Das finde ich irgendwie scheiße. Ja, du meinst ja jetzt Petsmeef hier auch, oder? Ja, zum Beispiel. Kommt ein knuffiger kleiner Bär und dann entwickelt sich das in so ein riesen komisches Viech. Ja, es ist halt dieses Standard so, oh süßer Teddy, böse. Auch wenn ich mir oft noch so eine mittlere Entwicklung vorgestellt hätte. Teddy Ursa zum Beispiel. Teddy Ursa hätte jetzt noch einen Zwischenschritt bekommen, fände ich es voll okay. Oder auch bei Petsnief hätte es da noch eine Zwischenentwicklung gegeben, voll und ganz okay. Ja. Aber das ist ja auch wie dieser obligatorische Drache, der immer drin sein muss. Also in der ersten Gen hatten wir ja mit Dratini die Entwicklungsstufe. In der zweiten Gen hatten wir dann nur Seedraking. Leider. In der dritten Gen hatten wir dann sogar 2 Drachen. So, wieder da. Oder halt das obligatorische Elektro-Nagetier. Ja, das auch natürlich. Pachirisu, Emolga. Ja, Pagorisu ist toll. Pachirisu. Pago kriegt gerade voll auf die Fresse. Ja, irgendwie schon. Ja, schon hart. Pago verliert gerade. Pago tot. Er hat ja gesagt, dass er Probleme haben wird mit dem Meganier. Und das hat ihn voll auseinandergenommen. Oh, da wurde ja jemand vernichtet. Wer rechnet denn damit, dass ich dauernd einschlafe? Alter, hier Marius hatte eine Runde Confusion, ist durchgekommen. Nee, ich bin einmal. Muss ich jetzt schon wieder warten? Oh mein Gott! Aber mit Pago wird's aber lustig. So, ich gegen Kampf 2, wer auch immer gegen mich kämpfen muss, kommt zu mir. Ich darf den Titel. Hallo Monsieur, wie geht es Ihnen? Ich hab so was von keine Lust auf Evo-Hilfe. Ich hab meine Playlist nicht. Na super. Okay, dann spielen wir halt nur Titel, die laufen. Gibt's halt heute viel Heino. finde ich richtig gut. Ich muss jetzt mal ein paar Soundtracks auf Spotify finden, in der Hoffnung, dass es ein paar gibt, die ich dabei benutzen kann. Gibt zum Beispiel komplettes Album von Red und Blue gibt's auf Spotify. Das kann ich empfehlen, mit den ganzen Bits. The Greatest Bits heißt das, glaube ich. Ah, okay. Das ist richtig nice, das höre ich auch. Lass uns doch jemanden suchen, den wir jetzt ausscouten können. Lass uns den Kampf kommentieren. Ich würde gerne Menti mir angucken. Dann gucken wir uns Menti an. Wo ist Menti? Wie heißt der denn heute? Ich sehe ihn hier nicht. Evo. Ach so, stimmt, Evo. Evosti. Ah, okay, weil das letzte Mal hieß ja halt noch hier Mentalor. Mhm. Mal sehen, was hat er für Pokémon? QB25, okay, das kriege ich down. Dann gucken wir doch mal, was wir da so haben.
Oh, es ist tot. Ich bin unheimlich gespannt auf das Tauros. Ja, ich habe ein bisschen Respekt vor dem Tauros. Ja. Ich habe ein bisschen viel Respekt vor dem Tauros. Das Scarabol, oh, schon 34, okay, der hat natürlich auch gelevelt ohne Ende. Aber sollte kein Problem sein. Irgendwann plötzlich ein Nidreck, ist der ein Schummler und muss all seine Pokémon zurück auf Level 1 setzen. Aber hat den Kampf dann offiziell verloren. Ja,